Ja, wir könnten Pech haben, dass die Mondfinsternis schon war beim Aufgang. Doch, beim Aufgang soll die gewesen sein. Und da waren Wolken davor. Wir konnten es nicht sehen. Aber da hinten ist der Mond, da. Weil ich den Mondschimmer hier sehe. Ey, die Nachrichten gehen mir sowas auf den Zeiger, ey. Da ist der Mond. Da ist er, ich hab den. Gut. Aber keine Mondfinsternis. Muss gucken, wo der jetzt ist. Der ist schwer zu finden. Da sehe ich den. Da. Da habe ich den gefunden. Da kommt er jetzt. Da. Komm mal, stell mir mal. Gerade eine Kuppe gesehen von denen. Da kommt eine ganz große Wolkenlücke, wenn die hier rüberkommt. Ich brauche meine Jacke ganz dringend. Ich friere. Ich weiß noch nicht mehr, wo die Stadt findet. Ich habe vergessen, mein altes Handy Star Wars 2 anzumachen. Ja, da war. Nein, da war die schon gewesen, weil der Mond war ganz weit da hinten aufgegangen, wo die scheiß Bäume da stehen. Guck mal im Internet nach, ob die Mondfinsternis schon war. Machst du es bitte? Hast du das Handy bei? Och Mann. Ach, wisst ihr was? Ich kann richtig gleich brutal ausrasten, wenn es hier nicht so Sache geht. Am 4. November 2023, nächsten Monat, kommt Weihnachtsmann Gurke wieder auf Supertel. Die Uhrzeit weiß ich nicht, aber das ist wieder Sendestart. Ups, da ist der Mond. Was ist denn für ein Licht? Heute Abend 21:15 ist die. Ach du Scheiße, da. Und dann um 22:51 Uhr verlässt der Viertel Mond nach wieder. 10? Ja, da bin ich. Ich dachte, beim Mondaufgang ist die Mondfinsternis. Nein.
Heute Abend. Was schreibt die da? Ja gut, aber wenigstens nehme ich jetzt den Mondaufgang auf. Eine Stunde mache ich jetzt den Mondaufgang und eine Stunde für die Mondfinsternis. Was hältst du davon? Ich denke, wir wollten diese sagen. Ja. Wusste ich das, dass sie so spät ist? Nee. Dann um 22.53 Uhr verlässt der Mond wieder die... Ne? Was denn? Tante, was um 22.53 Uhr verlässt der Mond wieder die... Ja, es kommt gleich eine Wolkenlücke. Ich habe gleich den Mond mit Jupiter drauf. Achso, da hinten war einer wieder mit Blitzlicht an der Nettenstraße, ne? Bei Tannenbaum. Entweder hat er Fotos gemacht vom Himmel da hinten, aber kann nicht sein. Der Himmel ist scheiße. Uns kann er auch nicht gemeint haben. Uns kann er gar nicht sehen. Ja, das war eine Taschenlampe, hat was geguckt. War das so hell? Ja. Ja, war schon mal. Das war keine Taschenlampe. Wir können ja nicht jeden verdächtigen. Es geht nicht beim Mal. Das sehe ich nicht ein. Ich habe auch keinen Bock, wieder Freunde zu verlieren. Das kann auch ein Fahrrad gewesen sein. Kommst du hinter mir bitte? Da ist der Mond zu sehen. Ich weiß, das hast du schon gesehen. Nee, der kommt gleich richtig raus. Da kommt eine fette Wolkenlücke. Und da war die Chance, den Mond richtig schön nah mit dem Jupiter aufzunehmen. Und dann kommt morgen früh wieder die dritte Konjunktion. Dann ist der Mond links neben dem Jupiter. Die Planetenkonjunktion dauert 3 Tage hintereinander. Also heute um 10:15 ist die Mondfinsternis. 22:15 Uhr. Es ist 22:15 Uhr. Ja. Die eine Minute. Du weißt, wie die Leute sind. Die sich reinstellen. Interessant, wir werden auf der Sternwarte eingeladen. Können sich das Spektakel angucken. Hä? Ich habe keine Sternwarte. Nee. Ich habe noch nicht meinen Eintritt dazu. Noch nicht meine VIP-Karte, um die Sternwarte zu betreten. Man braucht das nicht, man kann so da rein. Der Mond kommt gleich raus. Da kommt der Wolkenlücke. Na komm. Komm. Weißt du, ich sag dir jetzt die Wahrheit. Ich habe seit letzten Tagen Kopfschmerzen. Ich nehme es aber mit Kauf ab. Ich mache es extra für dich. Jetzt müssen wir ruhig sein. Wenn er rauskommt, will ich Ruhe haben. Ich will auch kein Mobber mehr hören. Kein irgendwas in Tee, wie das heißt, gar nichts. Was du gerade gesagt hast, der Nachbarin, ja? Die ganz unten wohnt, unsere Freundin, ja? Was sie da Dings gelesen hat. Ich meine, das ist schon... Ey, normalerweise bist du mal den Sperren bei Facebook, den kriegst du doch von Jade Armor, echt? Mhm. Man braucht das bitte einen Türken nicht bei Facebook reinzuposten, sondern kriegst du doch von Jade Armor. Kommst jetzt bitte gucken, der Mond kommt jetzt, komm mal. Wenn es dich nervt, dann geh doch zum Küchenfenster. Dann hast du deine Ruhe. Mich nervt dann nicht der Nachbar, der ist freundlich. Der kann nichts dafür. Ich hab gar nichts gesagt. Hey, da ist der Mond. So, jetzt brauche ich Ruhe. Jeder darf den Mond angucken. Jeder darf die Mondfinsternis angucken. Jeder darf die Konjunktur mit Jupiter angucken. Ist nicht nur für uns reserviert, Mama. Nee. Pff. Da ist der, komm mal schnell. Du wolltest mitstehen. Oh Gott. Ja, nur kein Licht an, das sagt doch ein Licht aus. Wie soll das Licht ausmachen? Hä? Ist der Mond, der leuchtet und nicht mehr. Licht aus. Und rechts kommt auch was. Der Jupiter ist gleich zu sehen. Kommst du bitte, Mama? Schalte sie dritt. Ja.
Gesundheit. Was war das? Mama, kannst du das mal bitte sein lassen? Das irritiert mich.
Was macht der da unten? Mama, guck mal. Steht eine bei der Lampe. Wie lauert der? Jetzt bindet die. Der telefoniert mit jemandem. Weil der Telefon ist aber viel. Die telefonieren, oder? Telefonieren. Mhm. Wem hast du heute? Du telefonierst mit Jesse? Genau. Mhm. Keine Ruhe mit Telefonieren da unten, der hat da keine Ruhe da unten. Der lässt dich. Da kommen Leute deswegen. Deswegen hat keine Ruhe beim Telefonieren, kann ich ja verstehen. Weil da Leute kommen. Da lässt sich der Versteck bei den Mülltonnen. Was ist für Leute? Wieso hat er sich versteckt, der hier? Guck mal. Und weil die Leute da gekommen sind? Hä? Muss jetzt nicht verstehen. Der versteckt sich da. Muss ich jetzt nicht verstehen. Wie versteckt sich da? Zu den Leuten? Du Scheiße, Alter, da ist ein Leuten. Tja, der hat sich ja versteckt. Mit der Schiss. Da streiten sich. Cool, Kino. Anscheinend können sie den dicken Daumen nicht leiden. Red Egger bestecken. Oh, Scheiße. Deswegen hat er sich versteckt, kriegt Ärger. Ja. Einmal. Scheiße. Der kriegt Ärger. Der wird gefangen mit Gang. Nein, der kam zwar, der hat sich versteckt bei einem Müllton. Da kamen so zwei komische Leute, die haben ihn angemeckert, den hier. Wobei nichts dafür kann, der wollte doch nur draußen rauchen. Der hat nichts gemacht. Da kamen die Leute, komischen Leute, und haben ihn angemeckert. Wofür?
Der kann auch mal draußen sein, nicht nur die Leute. Verstehe ich jetzt nicht. Tut mir so leid da unten. Für nichts Ärger zu kriegen, das kotzt einen an. Fühlt sich genauso in unsere Lage. Genie. Hier schon eine Eskalation oder was? Die Sänger, dass sie verstört meine Mutter. Gut, doch mit mir mal. Ich gucke doch. Oh Gott, du bist echt. Ich weiß es nicht, die haben ihn ausgeschimpft. Wir haben ihn schon bei den Mülltonnen abgepasst gefunden. Der hat sich bei den Mülltonnen versteckt. Bringt auch nicht viel. Diese Autos sind ganz schön laut. Sportwagen. Wo bleibt denn René? Du musst bei deinem Kumpel da unten helfen. Da kamen so Leute, die haben mich angemeckert. Wie würdest du dich fühlen? Du würdest draußen rauchen und da kommen so Leute, meckern dich an für nichts. Du würdest auch schlecht fühlen, Mama, ne? Der hat auch keine Ruhe draußen, guck mal. Nur weil irgendwelche Leute kommen, Ärger machen. Ist nicht witzig. Kann bei dir auch passieren. Was das soll, weiß ich nicht. Der macht nichts, der will nur rauchen, da kamen Leute und meckert. Kommen diese Leute wieder oder was? Wollen die wieder den meckern? Der ist jetzt reingegangen. Mhm. Weil er hört jetzt die Leute wiederkommen. Mhm. Sehe ihn nicht mehr. Nee, er geht jetzt da oben her. Siehst du, der ist schon ganz hippelig. Der hat keine Ruhe beim Rauchen, weil die Leute da ankamen, die angemeckert haben. Was soll der Scheiß? Der hat nichts gemacht. Der war nur am Rauchen. Da kamen Leute, haben ihn angemeckert. Haben die Leute gedacht, der hat Bella losgelassen? Scheint, ne? Die Leute sollen mal bei solchen Menschen Leuten verkehrte Verdächtigungen sein lassen. Ich weiß nicht, was die Leute waren. Das waren Ausländer. Das war albanisch oder sowas, türkisch. Uns hat er nicht gemeint, angekeift, ne? Ja, der wollte, sag ich dir die Wahrheit, der wollte gerade mit einem Videochat Telefonat machen. Und da kamen diese Leute und haben ihn gestört. Was meinst du, weshalb er sich bei der Mülltonne versteckt hatte, ja? Mhm. Ich würde mich auch verstecken, wenn welche kommen. Mhm. Larry machen. Mhm. Also, der tat mir jetzt gerade leid. Nur weil der da am Telefonieren, am Rauchen war, machen die Leute Ärger mit denen. Die kamen aus der Nettenstraße, die gingen zu einem Besuch hin. Weiß ich, was das für Leute waren? Das war ein Pärchen. Ein älteres Pärchen war das am Rauchen. Das ist eine Unverschämtheit, dass sie mit solchen Leuten Ärger machen für nichts.
Schon traurig, ey. Dabei hat der Junge nichts gemacht. Der hat nichts gemacht und da kriegt er einen auf der Spatel, nur weil er da am Rauchen telefonieren war, was wichtig war. Kann doch sein, dass er mit seinen Eltern telefoniert hatte. Nee, ne? Nee, mit seiner Freundin hat er telefoniert oder